So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe ein Sequel für euch. In Memoriam Jaya Ballard. Die Foil Traditional Edition. Dieses Sequel wurde mir zur Verfügung gestellt von einem Abonnenten. Vielen Dank nochmal dafür und ich freue mich, das hier aufmachen zu dürfen. Und ja, ich denke mal, wir gucken mal hier rein, was wir hier drin haben. Ich weiß, dass Gamery dieses Ding auch mal aufgemacht hat, vor Ewigkeiten. Ich weiß aber nicht mehr, was da drin war, ehrlich gesagt. Thank you for being part of Secret Lair. Sehr cool. Dann gucken wir mal hier. Ja. Was ist da wohl drin? Auf jeden Fall eine Jaya Ballard. Jaya war ja damals tatsächlich eine Karte, die ich gespielt habe im Legacy, im Painter so ein bisschen, weil sie halt in ihrer Originalversion halt blaue Sachen zerstören konnte. Sie hat Blue Elemental Blast geschossen. Das fand ich ganz cool. Wir haben eine Jaya Ballard in Full Art. Das heißt, die hat hier keinen Rand und nichts. Drei rote Mana, zwei farblose, fünf Marken. Plus eins, wir kriegen drei rote Mana, können wir nur benutzen für Instant oder Sorcery Spells. Plus eins, wir werfen drei Karten ab. Wenn wir das tun, bis zu drei Karten. Wenn wir das tun, ziehen wir so viele Karten neu. Und wir kriegen bei minus acht ein Emblem. Immer wenn wir einen Instant oder Sorcery casten aus dem Friedhof, können wir in Exil. Ah nee, wir können Instant House aus dem Friedhof casten. Und wenn wir das tun, werden die exiliert. So ist richtig, die haben Flashback. Boah, dieses Glitzern ist halt echt krass. Also es ist halt, es gibt einen Grund, warum ich Sigilea meistens nicht in Foil kaufe. Auch wenn die von der Qualität her echt okay sind dieses Mal. Jaya's Immortal Inferno, Immolting Inferno. Zwei rote und X. Wir können, das ist ein Legendary Sorcery. Wir können die nur casten, wenn wir Legendary Planeswalker oder Kreatur kontrollieren. Und sie fügt X Schaden an jedem bis zu drei Targets zu. Das ist strong. Ist das aus Dominaria eine Karte? Es wirkt sogar nach Dominaria-Karte. Dann haben wir ein Preteric Ritual. Zwei Mana, wir kriegen drei Mana. Mother Luti. Sometimes student rights make might. Okay. Dann haben wir Reaper Cashen. Drei Mana Enchantment, immer wenn ein Spieler Schaden zufügt, eine Kreatur Schaden zufügt, Schaden zufügt wird, fügt die der Kreatur im Beherrscher zufügt, auch so. Wow, was zur Hölle, was war das denn? Immer wenn eine Kreatur Schaden zufügt bekommt, fügt diese Verzauberung dem Beherrscher auch drei Schaden zu. Hier sieht man Jaya in Alt, irgendwann, irgendwie. Gott, dieses Foiling ist ja Wahnsinn. Lange kein Foiling mehr gehabt. Man sieht hier ist sie halt jung, hier ist sie etwas älter, hier ist sie etwas älter. Und dann haben wir ein Pyromancer Goggles. Das sind die sie, glaube ich, gibt sie die an Ding weiter? Hat die nicht auch die gute Chandra auf? Ich weiß es nicht mehr. The strongest mentorship passion both students and teachers. Ich glaube, die gibt sie weiter an Chandra. Fünf Mana, legendäres Artefakt, tappen für ein rotes Mana. Wenn wir damit Instant Sorcery spielen, wird die Karte kopiert. Sehr coole Karte. Sehen echt alle sehr, sehr nice aus. Oh mein Gott. Also, ich muss das ja nochmal appreciate. Also, wir gucken jetzt mal die letzte Karte an. Wir haben noch einen Magma Sliver. Eine meiner Lieblings-Sliver, by the way. 4 Mana, 3-3, tappen, einen Sliver kriegt plus 6 plus 0, über X die Anzahl an Sliver ist. Sehr, sehr cool. Und alle Sliver haben diese Fähigkeit. Also, man kann einen Sliver durch, wenn der durchkommt, so richtig bam, bam, bam aufpumpen. Das ist sehr, sehr cool. Aber gucken wir uns nochmal kurz die Artworks an. Wow, also wie cool ist das denn, dass wir hier die alte Jaya haben, die man nicht so gut sieht, hier sieht man sie besser, und hier die neue Jaya. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, wie cool die das gemacht haben. Mega. Ich freue mich nochmal vielen, vielen, vielen Dank, dass ich das aufmachen durfte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Ihr könnt einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.